Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Tada! Wir lesen jetzt erstmal hier so einen Moment. Haben wir hier eine Aktualisierung? Nein, haben wir nicht. Okay, dann lesen wir jetzt erstmal hier ein paar Bücher. Wir haben ja, das haben wir ja schon gelesen. Wir haben einen Brief, wir haben so ein paar Bücher bekommen. Entwurf von Schreibtisch des Hammers. Warnung nach der Bluttat von Bessan oder Besan werden allen Suchern Titel und Privilegien aberkannt, die sie einst als Mitglieder des göttlichen Ordens erhalten haben. Ihr Fehler darf sich nicht wiederholen. Notiz an mich selbst. Meister soll in Treibholz bleiben. Es reicht. Okay. Nehmen wir hier dieses Buch an Ifan. Den auch schon mal hier an Ifan. Dieses Buch wurde anscheinend in einem uralten Dialekt der Echsen verfasst. Nur wenige können den Inhalt verstehen, aber vielleicht ist eine phonetische Rezitation möglich. Das ist das Buch, das ist wichtig. Das werden wir nicht natürlich an Ifan geben. Das ist wichtig. Damit können wir nämlich mit der Galionsfigur interagieren. Vertraulich. Medizinisches Protokoll. Vom Schreibtisch von Kniles Hausarzt. Runde 1. Normaler Staub. Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis typisch. Runde 2. Normaler Stab, Läuterung eines Nicht-Quellenmagiers. Ereignis Tod. Runde 3. Modifizierter Stab. Typ A. Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis typisch. Runde 4. Modifizierter Stab. Typ B. Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis Tod. Eine handgeschriebene Notiz ganz unten auf der Seite. Brauche stärkeres Relikt. Technologische Modifizierung, Fehlschlag. Es wurden also Experimente gemacht. Wir dürfen niemals vergessen, dass alle Bürger des Reichs einen gleichen Anteil an dessen Erfolg haben und nie den Willen weniger unterworfen werden dürfen, insbesondere nicht dem eines Tyrannen. Es gibt keinen lebenden Monarchen, der sich durch sein Amt nicht von den Sorgen und Ängsten der Bürger entfernt hat. Deshalb gibt es keinen Monarchen, der seine Position verdient. Wenn das, was ich sage, stimmt, keimt jedoch die Frage auf, wie das Regieren möglich ist, wenn das Regieren selbst unendlich macht. Unredlich macht. Meine Antwort ist ganz einfach. Das Volk sollte regieren. Dieses Buch ist unlesbar. Oh. So, dann haben wir das. Dann werden wir nochmal mit der Kerze sprechen. Wo ist denn die da? Also Sibylle. Warte, bevor wir machen, speichern wir nochmal. Ja, sicher. Nein, Sibylle, nicht das aufnehmen. I'm a monster. I click and clack as I stalk my prey. My tail rattles like a snake's. I suffer. Oh. Die Katze streicheln und fragen, wie es kommt, dass sie untot ist. Don't touch me. My very being is a curse. Was Tarquin that wretch, that rat? I ate an ill mouse and passed in my sleep, and the brooding boar brought me back on a lark. Me miserable. Äh.
Bist du Dallas Katze? Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? Tis I, Booply Bear. I am quite changed, but don't be frightened. Booply Bear? Okay, das hat sie aber nicht so gemocht. There is no shame in being ridiculous in the name of love. Alice ist nicht an Bord. Fine. Hear this feline's lament, oh immortal gods, I am so wretched. And what is a Booply Bear without her sweet Mumsy? I say he is nothing. Alice schickt mich übrigens, dass der Schiff startklar machen soll. You? She sent you? Ja, logisch. The cat begins to purr and rub itself on your ankles. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song is around his. Ja, das wusste ich ja schon. Was für ein Lied? The song, of course. Trouble not my weary mind with dancery. Die Katze dankend im Nacken kraulen. The cat purrs, an eerie clicking sound. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure there's a rat back there. Oh, was für eine arme Katze. Dafür, dass Dallas diese Katze so wiederbelebt hat, so böse war, werde ich jetzt Dallas schön beklauen. Dallas! Darkwind, ich hasse es! Es ist Darkwind, nicht Dallas! werde ich jetzt Darkwind beklauen. So. Wir machen das, indem wir... Ah, nee, wir haben ja eine. Ja. Also. Du redest mit ihm. You after something? Looking to interrogate me again, perhaps? So. Ah, shit, okay. Sibylle muss noch mit der Katze. Ist im Endeffekt egal, aber die Katze, die, Sibylle hat ja Pet Paul. Which way shall I fly? Infinite wrath and infinite nee, so. I myself am hell. Weil jetzt kommt die Katze nämlich nicht hier hin und entdeckt uns, ne? Das ist nämlich auch wichtig, weil auch wenn andere uns entdecken, kann es dann... Was sieht es, dass wir halt dann das Stehen abbrechen. So. Und jetzt können wir schön Sachen stehlen. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken, was wir so hier uns holen wollen. Also was ich ja gerne haben will, ist, wenn das geht, die eine Waffe, ne? Oh, das geht natürlich auch hier. Eine. So ein Hammer. Und wenn wir den Hammer hier stehlen, dann können wir nichts mehr machen. Ist es nicht so, dass Sibylle keine Schuhe hat? Oder so ähnlich? Ist das nicht so? Ich glaube mal diesen Bogen hier. So. Dann nochmal die Schuhe hier. Die Wiederbelebungsschrift. Ah, da können wir nur 5 von klauen, weil wenn wir das tun, dann... Was haben wir hier noch? Das könnten wir noch mitnehmen.
Und ja, was nehmen wir noch mit? Wir nehmen noch mal. Oh, das sind Dolche, ne? Aber. Was haben wir da ausgerüstet? Den haben wir nicht ausgerüstet. Ja, aber wir haben im Endeffekt eigentlich. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Aber der hier vielleicht. Der ist schon. Ach nee, Moment, ich habe auf den falschen Dolch geguckt hier. Das ist der Dolch, 16 bis 17. Ah ja, 16 bis 17 ist schon geil, ne? Ah, 16 bis 18. Ah. Machen wir das? Was könnten wir denn sonst noch mitnehmen? Hier so ein Ding hier. Könnten wir aber auch eigentlich kaufen. Oh, wir nehmen mal hier den Dolch mit. Mehr geht nicht, ne? Nee, mehr geht nicht. Können wir noch ein bisschen Gold klauen von dem? Auch das geht nicht. Okay. Obwohl, das wäre doch eigentlich möglich. Aber er. Ach ja, aber er hat natürlich keinen, weil wir das für ein alles. Ja. Gut, dann schließen wir das Ganze. Dann machen wir jetzt C. Er bemerkt übrigens nichts, weil er noch im Gespräch drin ist. Dann reagieren die nämlich nicht. Er geht schon mal weg. Und die Tür zumachen? Nee. Er geht schon mal hier weg. Muss nämlich außer Reichweite sein, weil dann resetten die nämlich nach einer Zeit, die bestohlen worden sind. So, das ist schon mal das Erste. Dann werde ich das Gespräch hier beenden, weil das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell noch was uns ergattern können. Die Wiederbelebungsstoffe sind natürlich super teuer. Wir haben 7. Die kosten 1000. Okay. Machen mal einen kleinen Tauschhandel. Und obendrauf. Ja, das haben wir doch verkauft. Ach, so ein Hammer? Nee, wir wollten doch auch so einen Gürtel haben, ne? Gürtel oder so einen schönen Zweihandstreitkolben für unseren Ifan? Ich würde ja eher mal sagen, dass wir vielleicht so ein. Wir könnten vielleicht irgendwann nochmal so eine Rüstung finden und ich meine. Ah. Ich denke vielleicht so ein. Sag mal, da kriegen wir doch bestimmt noch was zusammen, dass wir da irgendwie. Irgendwas ablegen, was vielleicht nicht so. Oh ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld dazulegen, damit wir auf den Wert kommen. 31. Wobei. Nee, machen wir mal nicht. Wir legen noch diese ganzen Sachen hier dazu. Dann müssen wir noch weniger Geld dazulegen, nämlich nur 10. Und das wäre eigentlich ganz gut. Dann haben wir nur auch noch mal 7 Wiederbelebungsstoffrollen. Wir haben ja ein paar verbraucht. Dann haben wir das erste Mal. So, was wir jetzt machen müssen, ist schnell weggehen. So, schnell weggehen. Er wird es gleich bemerken. Er hat es schon bemerkt. Er wird jetzt ein bisschen rumlaufen. Aha. Ah, ich glaube, er hat sich sogar schon resettet. Oder? Hat er? Oh, sieht so aus, dass er hat sich wieder hingesetzt. Super. Allies for hire.
Können wir eigentlich die auch beklauen? You saw what I could not. Ja, aber die haben nichts, ne? Is quite right about you. Ja. Okay. Haben wir das geschafft? Dann gucken wir nochmal bei Ivan rein, was der jetzt so alles für geilen Scheiß hat. Ach nee. Ivan hat ja keinen. Ja gut, doch, Ivan hat auch geilen Scheiß, aber. Wie machen wir das? Müssen. Add 12. Add 7, Add 5. Bille hat. Ja, wir müssen halt eben gucken, wie wir. Ja, er behält die erstmal, Ivan. Was das angeht. Wir müssen natürlich die Wiederbelebungsschrift natürlich auch gut aufteilen, sodass jeder ein paar hat, weil. Der tot ist, der kann die Wiederbelebungsschrift natürlich auch nicht verwenden, der nicht drin hat. Wir haben einen Bogen. Der ist besser. Hat auch mehr Präzision. Hat natürlich jetzt den Tag gestohlen. Da oben sieht man das. Aber das sollte normal eigentlich kein Problem ausmachen. Ja, das ist ja für Sibylle. Sie hat sogar schon hier. Genau das. Oh, hätte ich lieber. War aber nix. Das war nix. Das war nix. You can put a price on the warriors I have for hire, but you can't put a price on the glory they'll win you. Schade, schade, schade. Das war leider nix, weil Sibylle genau dieselben Sachen schon hat. Das ist ja echt doof. So, kommen wir mal bei einer Rune rein. Und das könnte. Ja, das kann Bestie ganz gut benutzen. Und, das ist auch für Bestie, ne? Aber nur, wir müssen jetzt gucken, was das Schwächste ist. 14 bis 15 und 13 bis 14. Ja, dann ist es der hier. So. Gut. Haben wir das. Das kriegt dann auch Ivan. Und hat er wieder ein paar bessere Sachen zu verkaufen. Das wird wahrscheinlich echt gut Geld bringen, ja. So, das und das bringt er wahrscheinlich auch. So, Ivan selbst hat aber auch noch eine schöne Sache, nämlich. Diese tolle Waffe, die auch noch einen Sockel hat. Da gehen wir nämlich auch noch mal eine Rune rein. Und zwar die hier. Das ist die einzige, die wir noch haben. Ja, dann haben wir die Charaktere mal hier wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Das gefällt mir sehr gut. Dann machen wir F5. Und können uns auf einen Kampf einstellen. Der wird machbar sein, aber trotzdem brauchen wir das Gegenstück. Hier unten im Keller der Rachefürstin befinden sich. Oh, sind das zwei? Waren das nicht eigentlich mehr? Okay, es sind zwei. Haustier des Hammers, also von Dallas. Da können wir nämlich gleich mal einen schönen neuen Hammer ausprobieren, den wir jetzt haben. Ja, richtig schön reinhaut. Ah, da geht's natürlich nicht. Vielleicht der Wirbelwind? Oh ja. Sogar ein Crit. Ha! Bestie ist viel besser in diesem Move. Der verfehlt zumindest nicht immer. What? Okay. Eventuell. Das ist ein kleines Problem. Aber das
lösen wir? Auch wieder verfehlt, ja. Bisschen gemein, so eine Fernsicht durch Tränkung brauchen wir hier nicht. Aber ein Turret, ein Blue Turret. So. Was haben wir denn hier? Mückenschwarm. Oh. Das ist doch hier abgewertete Physisch-Ausrüstung. Das ist doch super. Nehmen wir beide keine Physisch-Ausrüstung mehr. Dann würde ich mal sagen, hier, guck mal, ich habe hier so einen tollen Mückenschwarm. Ich mach mal hier lieber mal diese Übersicht an. Was ist das? Bluten nämlich beide. Und ich kann noch einmal reinhauen und haut mal hier nochmal rein. Und jetzt kommt Bestie. Und Bestie kann anstatt den Leuten hier natürlich seine Moves. Ja, Bestie zeigt sie mal. Ja, er trifft nämlich auch. Und jetzt gibt's richtig schön Damage. Wechsel hier das Adrenalin nicht benutzt, weil brauche ich jetzt hier eigentlich auch nicht. So, nochmal. Guck mal, die sterben ja hier alle. Zack. Those guards are victims. Both, I fear. Ja, damit haben wir die besiegt. Also, gucken wir mal, was hier noch dabei ist. LOL! Hier ist die andere Teleporter-Pyramide. Ich glaube mal, dass es ganz gut ist, wenn Bestie die bekommt. Deswegen nimmt er die mit. Das ist mit Gefäß mit Hirnmahn. Und ein Buch. Aber was mich ja interessiert, ist, Ja. Wenn Sibylle schon mal nicht hier die neuen Schuhe bekommt, dann zumindest einen neuen Helm. Das ist doch schon mal was. Gefällt mir. Ja, beim nächsten Mal würde ich dann sagen, werden wir das Buch hier noch vorlesen. Ich darf es noch nicht vergessen. Bestie hat die andere Teleporter-Pyramide. Und dann wir erstmal. Oh, es hat ihn da jetzt für eine Fähigkeit. Ah, sie hat wahrscheinlich irgendwas gegen. Irgendwas hat sie gegen Regeneration wahrscheinlich getauscht. Naja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht es weiter. Oh, jetzt wechsle ich hier gerade meine Profile an meiner Tastatur. So. Darf ich nicht, weil ansonsten funktioniert meine Aufnahme-Stopp. Meine Aufnahme-Stopp-Taste nämlich nicht mehr. So. Okay. Also, ist viel also. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, hoffentlich. Kommen wir noch mal ein bisschen in den Raum hier um, da sollte aber nichts Außergewöhnliches mehr sein. Ja, dann bringen wir mal die Rachefürstin so im Gang, ne? So, langsam mal dran. Und dann klauen wir natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr was. Gibt nämlich, ich glaube, in Treibholz gibt es durchaus ein paar Händler, die sehr geile Sachen haben. Die ich aber nicht unbedingt kaufen möchte, sondern die wir uns entwenden. Da werden wir dann so einen kleinen Trick anwenden, nämlich dass wir uns dann vielleicht ein bisschen, dass die uns nicht mehr so mögen, die Händler. Aber dass es zu 100% das Clown klappt. Weil wir können die nämlich natürlich auch zu einem anderen Ort teleportieren. Ein bisschen aufwendiger, aber es hat zumindest im anderen Spiel, also in anderem Durchlauf, hat es geklappt. Der Trick. Wenn alles nicht klappt, dann bringen wir die ganzen Leute einfach um.
Okay, also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.